Das ist 1 Cent. Und das ist das Frequency Festival. Das Frequency Festival zählt unter anderem neben Rock am Ring, Southside, Nova Rock oder Wacken zu den größten Festivals der gesamten Dachregion mit 2023 roundabout 170.000 Besuchern. Alle auf der gleichen Mission, Konzerte, Feiern und vor allem Campen. Und heute werden wir versuchen, diesen 1 Cent hochzutraden gegen was auch immer die ganzen Festivalleute hier auf Lager haben und im besten Fall damit einen Tag überleben. Und noch eine kleine Einblendung für mich. Auf so fremde Leute zugehen und die einfach ansprechen. Das ist mega, mega unangenehm für mich. Also es bringt mich auf jeden Fall außerhalb meiner Komfortzone. Mal gucken, ob ich da trotzdem heute ein paar coole Momente erleben werde mit den Leuten. Um am Festival zu überleben, habe ich jetzt hier einfach unten rechts eine kleine Liste eingeblendet, was wir alles brauchen. Wir brauchen im besten Fall trinken, essen, ich muss duschen, Klo gehen und, wie es sich fürs Festival gehört, ein bisschen Alkohol. Das ist unten eingeblendet. Im besten Fall können wir das heute traden. Das wäre halt sehr, sehr geil. Ja, und einen Hut brauche ich noch. Das ist arschheiß. Hallo, sorry. Entschuldigung, könnt ihr mir helfen? Habt ihr irgendwas, was ihr gegen den Cent eintauschen könnt? Alles fein. Ja, Bier. Okay, nehme ich sie mal. Danke dir. Ja, warte, leider. Okay. Oi, oi. Danke. Okay. Wir haben. Wir haben Bier. Sehr fein. Ey, danke euch. Dankeschön. Ciao. Danke. Wir sind jetzt von 1 Cent auf ein 1 € Bier umgestiegen, also Stonks. Weiter geht's. Ich müsste das Bier hier hochtraden mit irgendwas, was ihr mir vielleicht geben könntet. Habt ihr irgendwas anzubieten? Darf ich das haben? Kriegt das? Wie bitte? Liegt das an Bier? Boah, ich weiß nicht, das Schild ist schon krass. Oder ein warmes Red Bull hätte ich. Ja, ein warmes Red Bull nehme ich. Wer will das Bier haben? Das ist ein rotes. Nehmen wir alle. Ja, okay, ist fassig. Ist fein für dich. Ja, super, danke. Danke euch. Ciao, ciao. Wir haben Red Bull und this is hot or not. Ich drehe gerade ein YouTube-Video, wo ich dieses Red Bull hier hochtrade. Hast du irgendwas? Ja, ja, hast du vielleicht irgendwas, was du traden könntest? Hut? Alter. Hut gegen Red Bull ist fair. Guck, oder? Wir machen so. Und Red Bull. Wichtig und richtig. Dann ist okay. This is hot. Okay. Wie war's, willst du traden? Was du anbieten kannst. Also es muss irgendwas im gleichen Wert sein im besten Fall. Ich muss halt einen Tag am Frequency überleben und ich habe 1 Cent gehabt. Wir haben den 1 Cent schon hochgetradet auf ein Bier. Ehrlich? Dann auf das hier und eine Red Bull-Dose und jetzt habe ich den Hut und das Schild jetzt quasi. Du kannst... Das würdest du traden? Ja. Für die... Und dafür verzichtest du auf deine Frisur jetzt im Frequency. Das ist Shampoo. Ja, danke. Ja, ja, easy. Perfekt. Super. Danke dir. Wir sind jetzt auf Hugo Boss Shampoo umgestiegen. Tim stinkt für die nächsten Tage. Die wollten gerade duschen gehen. Der Kollege meinte, der hat sich gerade richtig aufgeregt, weil sein Kollege das Duschgel getradet hat, weil sie gerade auf dem Weg legit zur Dusche waren. Fun Fact, das hier ist 12 € wert, haben wir gerade gegoogelt. Bei uns beißt du auf Granit. Okay, dann gehe ich aufs nächste Granitbeißen. Aber danke, danke euch trotzdem. Ciao, ciao. Hallo, ich habe jetzt das Shampoo, das ist 12 € wert. Dann nicht kaufen, einfach irgendwas eintauschen. Sonnencreme. Sonnencreme, ist die 12 Euro wert, roundabout? Yes, sir. Ja? Okay, easy. Danke dir. Dankeschön. Nehmen wir. Danke. Was ist die Sonnencreme wert? Ich hoffe, die ist ein bisschen mehr wert als 12 Euro. Wir haben es gerade gegoogelt, wir sind jetzt wieder back auf 3 Euro. Das war ein Mistrade. Aber vielleicht haben wir beim nächsten Mal ein bisschen mehr Glück dabei. Hallo. Kleine Frage. Ich muss mit 1 Cent einen Tag überleben. Und ich habe jetzt das hier. Habt ihr irgendwas, was ihr gegen das hier tauschen könnt? Ja, nee, das ist 3 Euro wert. After Sun. Irgendwas. Alter! Würdet ihr das wirklich traden? Alter, mega geil. Sehr geil. Dankeschön. Sehr cool. Wir sind wieder back im Business. Danke. Ciao. Ja, das ist okay. Ich weiß nicht, ob wir runtergehen oder hoch. Trade-up ist irgendwie Trade-down geworden mittlerweile. Das ist Pepsi. Natürliches Mineralwasser mild. Nein, ich glaube nicht, das Habt ihr das irgendwas, was den gleichen Wert hat, was ihr traden könnt? Okay, guck mal, es hat Calcium. Ja, aber das ist ja sehr es hat Magnesium. Ich weiß ja nicht davon, was sie da guck kriegen. Mal. Pepsi wäre mehr wert. Ja, weil Leute, ach so, warte mal, das ergibt Sinn, weil die haben gemeint, das ist Schnaps. Ja, das ist Pepsi. Ach so, ja. Ich wollte hier dann kurz noch mit uns mitfeiern, weil sie haben heute Geburtstag. Das Geburtstag, alles Gute zum Geburtstag. Ja, jetzt wird es 18, Alter, das ist ein perfektes so. Festival. Was können wir tauschen? Nein, wir geben euch was Taches. Wir geben euch alles. Klo. Wer hat mal Klo? Das ist benutzt, oder? Nein. Okay.
actually geil. Oh mein Gott. What the fuck, hä? Da könnte es einfach an Müllbeutel rein. Ja, soll ich mal Müllbeutel rein oder zugeben? Ah, das ist wie mein letztes Thumbnail. Quatsch, ja. Alter, warte. Du kannst den Müllbeutel einhängen, dann lässt raut und so, da bleibt der Müllbeutel rein. Das hat die allergeilsten. Das hat 40 Euro gekostet. Sehr geil. Ja, okay, wir trinken Kaffee. Let's go. Alles cool, alles cool. Tiroler sind abonniert. Wo ist das Feuerwerk jetzt? Voll geil, danke dir. Da oben sind drüben am Eck. Etwa, ja. Was sagst du zu meinem Stuhl? Ja, ist gut. Oh, geil, bitte scheiß dir nicht da rein. Kurz davor. Warte noch ein Müllbeutel. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Der liebe Iris. Happy Birthday to you. Bock Shots trinken. Ganz erfolgreich. Zam, 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 geil. What the fuck? Wir haben jetzt ein fucking was ist das denn bitte? Ja, Stonks. Oh, das ist perfekt, das ist perfekt. Hallo, mein Name ist Sech28 und ich stehe auf Füße, Schuhgröße 36, weiß lackierte Zehennägel, Banger, lutschig. Nach einer kurzen Mittagspause, bisschen Essen, jetzt wieder fresh mit einer schnellen Brille dabei, geht's jetzt weiter mit dem Ding hier, was wir uns hochgetradet haben, der Kackstuhl. Und jetzt gehen wir auch ein bisschen weiter in die Zelte rein. Mal schauen, was da sich für Gestalten bummeln. Hallo, sorry. Habt ihr nichts zum Tauschen zufällig? Nein. Nee? Okay. Aber wir fahren nicht hier meine Verkaufskünste? War gut, oder? Ich hatte gute Argumente. Hallo, ich würde fragen, ich drehe nämlich gerade ein YouTube-Video und ich habe mit 1 Cent am Festival angefangen und muss mich so hochtraden und ich habe jetzt hier so einen Scheißstuhl. Habt ihr irgendwas, was ihr damit traden könnt? Irgendwas, das gleichen Wert hat? Ich schwöre, aber man könnte rein... Man kann es als normalen Stuhl benutzen, ja? Ey, das ist ein Klo. Hier? Eigentlich ist ein Klo, man kann... Man kann hier einen Sack reinmachen und reinkacken oder kotzen, je nachdem. Ich finde, das ist krass vorgeführt. Hättet ihr irgendwas, was ihr tauschen könntet? Kann alles sein. Kaputten Klappstuhl. Kaputten Klappstuhl. Hm, ja, ja. Das ist da vorne der. Ja, ja. Also, würde ich sagen, ist der Klappstuhl Downgrade oder Upgrade? Ist ein Upgrade? Okay, ist ein Upgrade. Man kann auch drauf sitzen so. Ja, der hat zumindest eine Lehne. Dann habt ihr hier den Kackstuhl. Oh Mann, ja, der Gaffertape, das passt sonst schon. Ey, danke euch. Du so, als wäre er ganz. Guck mal, so sieht man es gar nicht. Danke euch. Schönen Tag noch. Ciao. Yeah. Ich weiß nicht, ob das ein Upgrade ist, aber ey, immerhin. Hallo, hat irgendjemand von euch, was man dagegen eintauschen könnte? Das kann alles sein. Eine leere Scheiße. Zacke Zitrone? Ja, das nehme ich. Ich glaube, das ist actually gerade mehr wert als der kaputte Stuhl. Dankeschön. Guter Tausch, also. Dankeschön. Schönen Tag euch noch. Tschüss. Yeah. Wir sind den Scheißstuhl los. Yay. Das ist ein Upgrade. Cool. Damit kann man sich auch so Cocktails oder sowas machen vielleicht. Ich glaube, wir haben eigentlich bis jetzt ganz gut am Festival überlebt, finde ich. Mal gucken. Ja, vielleicht bekommen wir noch was krasseres als einen Sack Zitronen. Mal gucken. Hallo. Ah, ich habe Nüsse theoretisch. Würde ich nehmen. Würdest du die tauschen? Ja, voll gerne. Dankeschön. Sehr gut. Viel Spaß damit. Mahlzeit, danke. Jetzt müssen wir hoffentlich jemanden finden ohne eine Nussallergie. Koro-Erdnussmischung. Koro ist krass. Ich mag Koro. No product placement. Hi. Hi. Was? Ich habe eine komische Anfrage. Oh Gott. Ja, was ist los? Katsu. Also ich drehe ein YouTube-Video und ich habe mit 1 Cent angefangen und mich durchs ganze Festival getradet und ich muss einen Tag quasi mit dem 1 Cent überleben. Und jetzt habe ich die Packung Nüsse und jetzt wollte ich fragen, kann man bei dir das für Pommes eintauschen? Ich darf leider aber kein Geld du nutzen. Weißt, dass ich das jetzt wegschmeiße? Also es ist okay, dir das gerne. Das ist kein es Problem. Es ist komplett okay, wenn du es wegschmeißt. Ich muss es nur eintauschen. Aber willst du es auch wieder mitnehmen, dass du auch wieder das extra eintauschen? Würde, ja, rein theoretisch. Würde es funktionieren? Ja. Ja? Aber dann komme ich nur an Bord, ne? Gut. Oh mein Gott. Ja. Mit Mayo oder Ketchup? Mit Mayo Ketchup bitte, ja. Beide? Ja, klar. Ja. Also, Dankeschön. Darf ich dir eine Nuss davon geben? Eine Nuss? Nee? So, ja, bitte. Dankeschön. Und ab jetzt. Danke. Mach's gut, ja? Der allerbeste, danke dir. Oh mein Gott, ich lieb's komplett. Will jemand Pommes? Ja, tatsächlich kann man am Festival mit nur 1 Cent überleben. Pommes? Ich bin so glücklich gerade. Oh mein Gott, das ist der beste Tag meines Lebens. Ich habe gerade das Pommes bekommen. Geil. Ja,
Hallo, kann irgendjemand mit mir diese Nüsse tauschen gegen irgendwas? Cornflakes? Schauen wir mal, ob du sie haben willst. Oh, ja. Die sind actually gut, oder? Ja, passt es? Kann ich die tauschen damit? Ich würde die Chips, die Dings nehmen, die Cornflakes. Super, danke euch. Ciao, ciao, viel Spaß noch. Wir können richtig gut überleben hier gerade mit. Das ist ehrlich krass. Die habe ich früher immer, als ich klein war, habe ich die gegessen. Natürlich mit Milch zuerst und dann die Cornflakes. Nämlich genau so ist es die einzig richtige Entscheidung. Kommentiert, wenn ihr es anders seht. Also die Überlegung war jetzt, die Chips vielleicht noch einzutauschen gegen irgendwas zu trinken, aber wir hatten ja eigentlich schon Red Bull heute. Deswegen war die Überlegung, dass wir das Iris schenken für Geburtstagsgeschenk. Ist doch toll, oder? Tolle Idee. Und vielleicht können wir hier noch irgendwie was trinken oder so. Aber mal gucken. Ich glaube, die Jungs, Mädels sind eh da. Hey Boys, wo ist die Iris? Ist sie auf Klo? Wir haben einen neuen Trade-Up. Ein Geburtstagsgeschenk noch für dich. Oh, danke. Süß. Alles Gute. Hast du, wenn das okay ist für dich? Ja, möchtest du Pommes? Danke. Die habe ich auch bekommen übrigens. Hast du noch gut gefeiert? Ja. Cool. Voll geil, oder? Geil. Dafür habe ich Nüsse eingetauscht, bei dem Wagen selbst. Gegen was habt ihr unser Klo getauscht? Aber sehr cool. Das war ein guter Deal, war, das Klo war schon besser. Ich bin geehrt, dass Iris ist. Ja, bitte gerne. Schönen Tag euch noch. Iris ist glücklich, ich bin glücklich. Und ich glaube, damit haben wir das Trade-Up vom Festival Frequency 2023 alles ganz gut hinter uns gebracht, oder? Like und abonnieren nicht vergessen.